Jesus erklärt nach der Entrückung eine komplette Verwandlung, der Himmel und das Millennium. 1. April 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Im Himmel wirst du alles sein, was du jemals sein wolltest. All die Laster und Sünden, mit denen du auf der Erde gekämpft hast, werden im Himmel verschwunden sein. Sagen wir mal, es wird ein Hochzeitsgeschenk sein. Du wirst sofort verwandelt werden und alle geistigen Krankheiten werden weggewaschen sein. Sie werden sich einfach ablösen und weggewaschen werden, um meine Herrlichkeit, die in dir wohnt, zu offenbaren. Eine komplette Verwandlung. Wird es im Himmel Lernkurse geben? Nein, ich selbst werde dich lehren. Du wirst den Wunsch fühlen, etwas wissen zu wollen, und ich werde es dir offenbaren. Du wirst den Wunsch spüren, etwas zu spielen, und es wird dir von der Hand gehen. Gesang in der perfekten Tonlage wird ohne Anstrengung deinen Lippen entspringen. Alles wird dir zuerst magisch erscheinen, bis du dich daran gewöhnt hast, alles ohne Anstrengung zu wissen und tun zu können. Herr, dies ist hart für mich zu akzeptieren. Werden wir nicht alle zusammenarbeiten als Team? Ja, es wird Teams geben und ihr werdet Lernerfahrungen miteinander austauschen. Eher etwas, was ihr als Labor bezeichnet. Ihr werdet Dinge tun mit anderen zusammen und die Zusammenarbeit wird fröhlich sein. Harmonie ist etwas, wonach du dich immer gesehnt hast, jedoch kaum erlebt hast. Es ist berauschend, zusammenzuarbeiten und Gutes zu bewirken. Du wirst es lieben. Dein inniger Wunsch, mit Gruppen zu arbeiten, wird vollkommen befriedigt werden, in der bestmöglichen Art und Weise. Du wirst etwas sehen wollen und ich werde dich begleiten. Nichts wird unmöglich sein für dich, außer Böses tun. Dies ist ein weiteres Geschenk, da im Himmel die Tür für das Böse verschlossen ist. Es wird nicht eintreten. Es wird nicht verführen. Meine Tochter, du wirst nichts Böses fühlen. Dies ist auch ein Geschenk, eine Gnade, die ich dir gewähre. Alles im Himmel ist mühelos. Kann ich einen bösen Gedanken haben? Nein, meine Liebe, du wirst niemals wieder einen bösen Gedanken haben. Nicht nur, weil die Teufel dich dort nicht beeinflussen können, sondern auch, weil durch die göttliche Gnade alle Bosheit aus deinem System geschwemmt wird. Du wirst absolut rein und verherrlicht sein. Du wirst mehr als zufrieden sein. Es wird jenseits von allem sein, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Du wirst in die Zukunft sehen und alles wissen, was du wissen musst. Du wirst niemals wieder irgendetwas erahnen müssen. Du wirst niemals mehr scheitern, mich oder ein anderes zu verstehen. Du wirst vollkommene Einsicht haben in die Herzen, damit du ihnen helfen kannst, dem Tod und Verfall zu entkommen. Du wirst diskret und besonnen sein in Sachen Zeit und Empfindsamkeit. Du wirst die Wege der Menschen ohne Anstrengung verstehen und ganz einfach in der Lage sein, sie zu ihrem Mittelpunkt zurückzuführen. Du wirst herrlich erscheinen, weil du sein wirst, wie ich es bin. Wie ich, in so mannigfacher Art und Weise. Du wirst lieben, wie ich dich verwandle. Du wirst unsagbar glücklich und zufrieden sein.
Ich wollte mit dir einige Freuden des Himmels teilen, weil du ein paar sehr harte Tage hattest und ich kann sehen, dass es dich geschwächt und dir deine Freude geraubt hat. O Jesus, die Lügen und Verleumdungen, die von unwissenden Seelen gesprochen werden, tun so weh. Ich weiß, dass es ein begriffsstutziger Geist ist, eine Mauer, die ich niemals durchbrechen kann, in meinem eigenen Timing. Das ist richtig, es ist noch nicht Zeit, aber Claire, mein Versprechen an dich ist, dass du mit mir zusammenarbeiten wirst, um ihnen die Augen zu öffnen. Wenn wir zurückkehren, werden so viele Dinge verändert sein. Erstens wird es Zeichen und Wunder geben am Himmel. Das wird viele schnell durchbohren und ihre Herzen augenblicklich verwandeln. Dann wirst du mit weichem Ton arbeiten und ich werde dir Weisheit schenken, wie du sie niemals hattest. O meine Liebe, wie du jubeln wirst über die Eleganz meines Planes, über dessen Tiefe und Umfang, über dessen Höhe und Länge. O wie wunderbar er ist und deine Weisheit wird wie das Wasser des Ozeans sein. Du wirst so viel verstehen und es wird dich so demütig machen, dass keiner in der Lage sein wird, deiner Anmut zu widerstehen. Werde ich immer bei dir sein, Jesus? Du wirst mich kennen, genauso wie ich dich kenne, und nichts wird uns jemals trennen. Nichts. Ich verstehe nicht. Ich dachte, da gäbe es Zeiten, in denen wir getrennt sind. Nicht getrennt, wie du es in deiner Welt verstehst, wir werden völlig vereint sein und du wirst mich niemals vermissen, weil ich immer in dir verweile. Nichts wird unsere süße Gemeinschaft unterbrechen, weil es im Himmel keine Sünde und kein Stolz gibt. Das hat seine Vorteile und Nachteile, weil wir auch die Sorgen teilen werden, genauso wie die Freuden. Aber ich dachte, dass ich nichts wissen würde über die Dinge auf der Erde. Nicht bis zum Ende der Trübsal, aber du weißt, wie traurig du darüber bist, wenn ich zurückgewiesen werde. Nun ja, dies wird immer präsent sein. Du wirst es fühlen, wenn wir auf die Erde zurückkehren und während du mit Seelen arbeitest, werden dir meine Gefühle über ihre Taten genau bewusst sein und du wirst sofort wissen, wie jede Situation gehandhabt werden muss, auch Bestrafungen und Korrekturen. Wird es da viele Bestrafungen geben, wenn wir zurückkehren? Werden die Menschen immer noch starkköpfig und rebellisch sein? Am Anfang wirst du gewaltige Verbesserungen sehen in der Haltung der Männer und Frauen. Aber die Verdorbenheit sitzt tief und einiges wird sich schnell manifestieren. Anderes wird langsam auftauchen, sogar über Generationen hinweg. Du wirst in der Lage sein, die Konsequenzen, die die Sünde mit sich bringt, zu erkennen, die in Familien weitergereicht wurden. Du wirst daran arbeiten, dies zu ändern. Aber Claire, einige werden sich niemals ändern. Und dafür musst du Tapferkeit und ein tiefes Verständnis haben, um in der Lage zu sein, Enttäuschungen durchzustehen. Aber ich werde immer in dir sein und dir tiefen inneren Frieden und Freude schenken, unabhängig davon, wie traurig die äußeren Umstände sind. Gibt es Tod im Millennium? Ja, da wird es Geburt und Tod geben, obwohl die Umstände eine längere Lebensspanne und eine perfekte Gesundheit erlauben werden, aufgrund der Atmosphäre
und der Abwesenheit der Sünde und Dämonen. Es ist jedoch schade, dass sich Böses manifestieren wird, auch ohne die Provokation des Feindes. Dies ist die Schwäche von Adam und Eva. Es wird für viele ein Schock sein, dass das Böse immer noch sein hässliches Gesicht zeigen kann, ohne dämonische Unterstützung. Du wirst jedoch Freude haben an allem, woran du deine Hand legst. Du wirst Konvertierungen sehen, Heilungen, Wiederherstellungen und die komplette Verwandlung von Herzen. Dies wird dir unsagbare Freude bereiten, wie es dies allen Engeln und Heiligen im Himmel tut. Du siehst, meine Tochter, so viele auf der Erde sehnen sich zu dieser Stunde von ganzem Herzen danach zu wirken, aber die Kräfte, die sich gegen sie verbündet haben, sind gewaltig. Beides persönlicher und unpersönlicher Natur. Wenige sind es, die diese Wand durchbrechen. Denn große Ausdauer und großes Vertrauen in mich sind vonnöten. Das sind jene, die erwählt und ausgestattet worden sind dafür. Da gibt es andere, die es nicht sind. Und ihnen gebe ich die Gnade des Gebets. Ihre Wünsche offenbaren sich in der Missionierung. Und wenn sie auch nicht direkt teilhaben an den Konvertierungen, wie der Mensch es wahrnimmt, so sind sie die lebendige Gebetsmacht hinter diesen Evangelisten und würdet ihr diese Evangelisten sehen, ohne die große Zahl der Gebetskämpfer, welche Gebete und Fürbitten darbringen für sie, ihr würdet sie als einfache, erbärmliche und schwache Männer sehen. Die Evangelisten selbst müssen sehr reine Herzen haben, demütig sein und eine Salbung von oben. Ihre Integrität muss einwandfrei sein. Das ist es, warum wir so hart arbeiten an diesen Themen. Sie können ihre Arbeit nicht ausführen und in der Hitze der Schlacht standhalten oder unter Druck durchhalten, ohne eine tiefgreifende Hingabe in Sachen Integrität und darin die Dinge auf meine Weise zu tun. Doch zieht den Vorhang zurück und der Mensch wird sehr, sehr klein in meinem Plan. Die Fürbitter hinter dem Menschen sind gewaltig. Sie lassen ihn aussehen wie einen Giganten, wenn es in Wirklichkeit die Kleinen hinter ihm sind, die verantwortlich sind für seine sichtbare Gestalt. Auf diese Weise sind die Wünsche von jenen, die wirken wollten, befriedigt. Und doch gibt es eine Zeit und eine Jahreszeit für alle. Sie werden ihre Chance bekommen, Seelen zu berühren mit meiner Liebe. Jeder bekommt eine Chance, das zu tun, was in seinem Herzen ist, weil ihr Herz mit meinem übereinstimmt. Und Anbetung? Du sprichst jetzt von etwas außerhalb des Verständnisbereichs. Wenn du in der Anbetung bist, hast du alle menschlichen Aktivitäten niedergelegt und befindest dich im Bereich Gottes, deines Schöpfers. Du bist nicht mehr von ihm getrennt, sondern vereinst dich mit ihm. Dein Herz dehnt sich aus in der Anbetung. Und wenn du zu dir zurückkehrst, bist du völlig erneuert, voller Energie und inspiriert. Mit was auch immer du in die Anbetung eingetreten bist, wenn du herauskommst, ist es völlig verschwunden. Da gibt es wirklich nichts weiter, was ich über Anbetung sagen kann, da es so außergewöhnlich ist. Ihr werdet es erleben. Das ist alles, was ich versprechen kann. Und ihr werdet niemals wieder der oder die gleiche sein. Ihr werdet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, genau wie es geschrieben steht. Herr,
Gibt es da irgendetwas anderes, worüber du heute Abend sprechen möchtest? Ich bitte euch, haltet Wache mit mir. Begrenzt eure Interaktionen auf die nötigste Kommunikation und kehrt zurück an den Ort, wo der innige Austausch mit mir stattfindet. Vieles wird dadurch an euch übermittelt.